Ne, ich glaube, den hat das einfach nur aufgeregt, dass er so wenig Punkte dafür gekriegt hat. Ja, so absolut Weil er verständlich. eine halbe Stunde drauf gehakt hat. Jetzt habe ich mal zwei Bomben dran. Da sind ja wieder irgendwelche Ziele. Meep. Rowdy! Tut mir leid, will ich nicht direkt am Anfang lesen. Das ist ein schlechtes Zeichen. Oh, voll, ich bin langsam. Ja, sieht aber gut aus. Hintern ist frei. Alles voll lahmarschig. Vielleicht fragen wir uns, was man mit denen hier in so einem simulierten Battle machen soll. Es wäre mehr sowas, um ein stationäres Ziel zu verteidigen, ne? Ja, aber selbst dann, weil. Der verliert halt sofort an Geschwindigkeit, sobald man irgendwie eine Kurve mit dem geht. Und baut die halt langsam wieder auf. Und hat keine Kampfklappen und sowas, ne? Um halt eine schnellere Kurve zu ziehen. Man wird doch schon geschossen. Da. Das sind so Geschütze, Artillerie oder auch Panzer manchmal. Ach, die schießen okay. gegenseitig aufeinander. Ich glaube, sie können einander auch tatsächlich killen, aber weiß nicht. Ach, wir wollten ja auch mal so eine kombinierte Schlacht nochmal versuchen, wir haben jetzt ja mehr Flugzeuge, ne? So ein Ereignis, wo Panzer dabei sind, ja, gesteuert stimmt. werden von Spielern, das wäre echt mal interessant. Ja. Aber andererseits sollten wir dann nochmal das Bomben unter diesen Bedingungen hier üben, weil das können wir ja beide noch nicht sonderlich dolle. Naja, Artillerie und sowas ist das alles da, die roten Punkte. Ja, sind schon die ersten rechts von uns. Oh, die Tropfen hatte ich noch gar nicht bemerkt. Man durch die Wolken fliegt. Ah, oh, die habe ich nicht. Das ist meine Grafikeinstellung wahrscheinlich. Ich weiß jetzt so ziemlich genau drüber sein. Aber ich gehe mal noch nicht runter. So,
Platte noch bist du. Du hast ja Bomben, ne? Ja. Ja. Ja, ein bisschen näher ran sollte ich noch. Ja, ja. Ja. Ja, hier, hier. Guck mal, das schafft doch niemand Luke in das Teil. Aber es ist verdammt wendig, ne? Muss man dazu sagen. Also jetzt könnte ich, glaube ich, einen schönen Sturzflug. Ja, ich gehe runter. So, sind da schon Gegner? Ich sehe noch nichts. Es ist etwas schwierig, den Horizont im Auge zu behalten. Die Instrumente funktionieren ja, okay, nicht so ganz. Da kann man sich nur auf die... jetzt... Artillerie. Noch keine Jäger zu sehen. Ich mach mal eine Kurve. Nee, alles sieht frei aus. Dann lasse ich mir ein bisschen Zeit, dann gehe ich jetzt nicht mit vollem Tempo da drauf. Nee, natürlich nicht. Es war scheiße. Der ist ja zum Schluss wieder scheiße geworden. Ich räume mir trotzdem mal auf bei dem. Oh, das sollte ich vielleicht doch nicht so riskant machen. Ja, weil sind wir gerade hier, dann können wir uns ja mal auslassen, ne? Ja, Punkte und alles. Ja, ich bin schon dabei. Ja. Und die Flak rechts. Ich muss mal ein bisschen den Motor schonen gerade. Mit Öl halt, ne? Gedrückt. Mhm. Schweineteil. Oh, ich bin beim Motor schon auf 201. What? Ich hätte das die ganze Zeit nicht angefangen. Jetzt zurück, da kommt auch noch gleich einer. Also, ich weiß nicht, ob wir das waren, aber es sieht ein bisschen danach aus, zumindest, dass wir Anteil dran haben, dass der rote Balken schon eingebüßt hat. Ja. Ich fliege sofort
Der sah aber knapp aus. Naja, es ging eigentlich. Das Problem war, dass ich keine Munition mehr hatte für die große Kanone und jetzt war das umsonst, weil ich muss nochmal zurück. Vorhin war es noch knapper, da bin ich am Baum noch fast vorbeigeschraubt. Oder wird wieder so ein gegnerisches Aufklärungsflugzeug angezeigt am Himmel Südosten irgendwo. Keine Munition mehr. Ja, ich auch nicht. Ja, ein bisschen, vielleicht reicht es noch für eine Flak oder so. Ne, besser hier direkt gerade. Strategische Wert ist höher. Mach schon mal nichts. Ja. Noch ein bisschen mehr und der Sieg der Munition an Bord. Gibt's ja gar nicht. Kannst du immer noch umschießen, ja. Ja. Das schon 9 Bodenspieler abgeschossen. So gehört es sich. Hier brauchen wir Meldungen starten. Ja, besser. Jetzt gehst du noch in der Bürokratie verloren. Leer. Schade, die letzte Salve hätte ich noch besser anbringen können, aber... ja. Ich besser auch mal melden. Das war's nochmal. 4-4. Ja. 4-4. Zurück zum Flugplatz. Ich wiederhole, ich gehe zurück zum Flugplatz. Entschuldige. Gut, weiter so. Was für ein Scheiß. Oh Mann. Wieder falsch an.
diese Rudersteuerung in diesem Spiel. Hätten sie sich echt für Maus sparen können, für Maus und Tastatur. Ja. Das ist so merkwürdig, wo das immer zack nach links und wieder nach rechts. Das ist aber auch nicht wirklich realistisch so. Im realistischen Modus. Oh, mein Fahrwerk ist mal nicht ab. Oh, jetzt ist eine Rakete an mir vorbei. Oh. Mach mal schon. Nicht, ey. Was denn? Schon wieder das Fahrwerk? Nee, diesmal ist mein Fahrwerk nicht abgebrochen. Ich bin ganz zusammen aufgesetzt. Ne? Ja. Aber das Ding schlägt voll mit den Flügeln ein. Ja, immer was Neues. Das war wahrscheinlich gar keine Rakete, sondern eines der Artillerie geschossen. Eigentlich können Raketen, glaube ich, nicht so ewig so weit fliegen. Auch mit diesem so, ja, das hatte ich vorhin auch. Da kommt manchmal was angeflogen, ja. Da erschrickt man sich. Oder denkt sich. Ey, das kann doch nicht sein. Oh. Habe Flugzeuge verloren. Feinde. Der Feind.